Volkskrankheit, Schulterschmerzen, das große Thema Impingement. Heute geht's los mit dem ersten Video zu dieser großen Reihe und wie immer, ich erkläre euch wie. Und ich zeige euch wie. Hallo Freunde der sanften Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder bei eurem Wohlfühlcoach Philipp seid. Doris ist wieder mit dabei und wie bereits gesagt, geht es in den nächsten 6 Videos um das große Thema Schulterimpingement. Wird ein bisschen umfangreicher werden, werden wir jetzt im ersten Video so ein bisschen erklären das Ganze, werden 1-2 Testungen machen, vielleicht auch 3, um zu gucken, ob das bei euch vorliegt oder nicht. Doris, du kennst das große Thema ja auch, Schulterimpingement, ja. Wer hat's nicht? Ja, ja, ich habe permanent damit zu tun, immer mal wieder sporadisch Schmerzen, aber habe das ganz gut in den Griff bekommen, dank der Übungen von Philipp. Und hier schon mal als kleiner Disclaimer vorneweg, ihr müsst aktiv was machen. Das wird nicht von allein besser. Bleibt aktiv, macht ein paar von den Übungen regelmäßig, gerade wenn es chronisch ist, braucht es eine lange Zeit, bis es wegbekommt. Aber die Chancen stehen gut, dass es wegbekommt. Aber ihr müsst auch machen. So, wir werden gleich mit der kleinen Erklärung anfangen und dazu sehen wir uns dann. So, nun die große Frage, was heißt dann oder was ist das Impingement genau? Wie das Wort schon sagt, Impingement, einklemmen. Das heißt, wir haben eine Einklemmung im Schulterbereich. Es gibt immer 2 Bereiche, die Bizepssehne, die oben ans Schulterdach oder zwischen dem Schulterdach und dem Kopf eingeklemmt wird, oder die Supraspinatussehne, die ein bisschen weiter hinten läuft. Auch hier, wenn eine Enge entsteht durch Kompression im Gelenk, durch falsche Position, da werden wir gleich noch drauf eingehen, entsteht dieses Einklemmungsgefühl. Das heißt, ihr könnt den Arm nicht mehr anheben, es schmerzen, ihr wollt das aus dem Schrank nehmen. Viele von uns kennen das Ganze ja, mich eingeschlossen. So, wo kommt das Ganze her, Doris? Ja, wo kommt's her? Ja, das ist eine gute Frage. Dafür brauche ich dich. Fangen wir mal an. Grundsätzlich hat immer viel mit Verspannung zu tun, Verkürzung. Hauptpunkt ist, dass die Schulter einfach in einer falschen Position steht. Ihr könnt auch selbst, und du kannst auch gleich mal einen Test mitmachen, wir kennen es ja alle, wir haben alle diesen hier, Rundrücken oder viele von uns, Schulter steht hier vorne, Brustmuskulatur verkürzt. Und wenn ihr jetzt in der Position mal den Arm versucht anzuheben, ist hier Schluss und dann klemmt es genau hier oben ein. Macht das ruhig mal, genau, Schulter vorne und dann hebt man den Arm an, so weit es geht. Das ist einer der klassischen Bereiche, der Test. Yeah. Genau, und wenn ihr jetzt das Ganze mal in einer sauberen Position macht, ich mach's mal rechts, das Brustkorb hoch, Schulter nach hinten, unten, so wie es sein sollte, und dann den Arm anhebt, ach, guck mal an, auf einmal sind wir da hinten. Das heißt, viel besser. Wir haben dem Gelenk jetzt den Platz verschafft, damit es so sauber arbeiten kann, die Sehnen sich nicht einklemmen, quasi schulterfrei werden, damit wir in die volle Bewegung kommen. Das hat unter anderem mit der Verkürzung der Brustmuskulatur zu tun, das heißt, wenn es hier zu stark spannt, wir kennen das Ganze, zieht es nach vorne und dann, wie gesagt, haben wir hier diese Problematik. Anderer Bereich ist das Schulterblatt. Wenn es da Verspannungen gibt, das Schulterblatt nicht mehr so mobil ist, wie es sein sollte, dann ist es uns auch nicht möglich, den Arm quasi hierhin in diese Überstreckung zu bekommen. Da werden wir auch speziell nochmal dran arbeiten. Und bei vielen so ein bisschen der Rippenkäfig arbeitet nicht mehr mit, es zieht hier runter und dann stehen wir auch schon wieder vorne. Das sind, sag ich, mit so die Hauptfehler oder die Hauptpunkte, wo diese Problematik herkommt. Das ganz kurz angerissen. Gleich gehen wir nochmal spezieller auf Testungen für die Bizepssehne und die Supraspinatussehne ein. Freut euch drauf. So, kurz noch vor den Testungen, was ihr vergessen hatte, was auch ein ganz wichtiger Bereich ist, der Serratusmuskel. Das ist der Sägemuskel, der hier unter der Brust sitzt, in Bezug auf das Schulterblatt. Wenn der nicht richtig mitarbeiten kann, der zieht das Schulterblatt in Position. Auch ein ganz großer Bereich, woher das Impingement kommen kann, beziehungsweise diese Immobilität und diese Fehlposition. Aber da werden wir auch gezielt nochmal rangehen an den. So, Doris, zur ersten Testung. Könnt ihr auch ganz entspannt mit zu Hause mitmachen. Wir gucken einfach mal, wie eure grundsätzliche Position ist. Viele Leute haben kein Gefühl für ihre Position. Das heißt, ihr stellt euch mal so hin, wie ihr immer stehen würdet. Arme vor dem Körper hängen lassen, Daumen ausstrecken und guckt mal, wo die Daumen hinzeigen. Wenn es so ist wie bei mir, nach innen, ja, halb gut. Könnte besser sein. Das heißt, wir haben schon dieses leicht nach vorne gerollte. Das ist so eine ganz einfache Indiz, da wo die Daumen, wenn ihr sie nur gerade ausstreckt, hinzeigen. Und je mehr die Daumen quasi nach außen zeigen, oder beziehungsweise gerade nach vorne, desto besser seid ihr in der Position. Weil wenn wir uns, ohne ins Hohlkreuz zu gehen, einfach gerade hinstellen, das heißt, ich ziehe hier hoch, Schulter nach hinten, unten, spanne meinen Serratus ein bisschen an und schon zeigen die Daumen mehr nach vorne. Und das ist die gerade Position, die wir versuchen wollen zu erreichen, um die Schulter zu entlasten. Einfach nur halten und stell dich mal ganz gerade hin.
Ja, und wenn du jetzt die Daumen ausstreckst, ohne dass sie jetzt ins Hohlkreuz geht, machen viele überkompensieren, dass sie einfach gerade stehen. Und dann streckt man Daumen aus, die zeigen relativ gerade nach vorne. Das ist so einer der kleinen Tests, um zu gucken. Auch so als als Trainingseffekt, wenn ihr das trainiert habt, speziell die hintere Seite. Und ihr macht diesen Test und merkt mit der Zeit, ah, guck mal an, ich roll nicht mehr so weit nach vorne. Der kleine Test gibt euch ein Indiz dafür. So, jetzt gehen wir an die Schultertestung an sich. Wir fangen mit der Supraspinatus-Szene an. Wie gesagt, dieser Bereich. Da gibt es einen speziellen Test, der euch zeigt, ob es daherkommen kann. Ich betone kann, weil diese Testung, die wir jetzt machen, die geben nur, es soll nur ein Indikator sein. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass ihr es dann wirklich habt. Es kann sein, dass es mal nicht wehtut und ihr habt es trotzdem. Oder andersrum, es kann mal sein, dass es wehtut und ihr habt es nicht. Aber es gibt schon einen ganz guten Blickwinkel drauf, ob ihr wirklich diese Windschirmprobleme habt. Für diesen ersten Test brauchen wir ein kleines Gewicht, Kurzhanteln oder Flasche Wasser. Los, nehmt mal eine Flasche Wasser, das ist vielleicht einfacher. So, genau. Und was ihr jetzt macht, Brustkorb aufrichten, steht gerade, den Arm von der Seite nach vorne, auf 90 Grad, nach vorne ausstrecken. Genau, in dieser Position rotiert ihr nach unten. Das heißt, der Daumen kippt nach unten, als würdet ihr das Wasser auskippen wollen. Und so im Endbereich, wenn ihr jetzt hier Probleme habt, kann es sein, dass ihr da genau diesen Schmerz auslöst. In dieser Position. Merkst du da was? Das ist die betroffene Schulter. Ja, ist die betroffene. Ja. Merkst du ein bisschen was in der Position? Das ist das. Leicht jetzt. Du kannst auch gerne auf der anderen Seite testen. Unterschiedlich, wenn der Arm auf der anderen Seite nicht schmerzt, die Schulter, könnte sich das anders anfühlen. Die Seite. Ja, man sieht es auch. Ja. Geht deutlich besser. Ja. Das heißt, das ist ein Indiz dafür, dass es daher kommen kann. Genau, wieder ausstrecken, 90 Grad, Arm auf Brust, auf Schulterhöhe und dann nach vorne rotieren, eindrehen. Ja, man hört es auch und merkt es immer. Wichtig bei den Tests, geht nicht zu stark in den Schmerz. Wenn ihr merkt, da kommt er, dann ist es für euch ein Indiz, aber nicht über einen gewissen Punkt rübergehen. Das wäre, wie gesagt, für den Supraspinatus-Bereich. Das ist quasi der Muskel, der hier hinten wieder läuft, am oberen Bereich des Schulterblatts. So, der zweite Test. Können wir auch wirklich machen. Halt ruhig. Wir fangen hier vorne an. Ellenbogen 90 Grad, nimmst die Hand her und jetzt schiebst du einfach nur nach oben. Ne? Hand aufdrehen, das heißt, genau, die Position, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dreht den Daumen nach außen, Ellenbogen ist 90 Grad und ihr schiebt quasi die Handfläche, die supinierte Handfläche in Richtung Decke. Nach oben. Und hier oben könnte es jetzt sein, dass er ein bisschen was merkt. Merkst du auf der Vorderseite? Merke ich auch. Okay. Wir testen nochmal auf der anderen Seite. Das sind die Tests, die ihr gut allein machen könnt. Genau. Und vielleicht nach oben. Und du hebst an. Wenig. Gar nichts. Gut. Die Seite ist okay. Bei mir ist es die rechte. Also passt auch zu dem ganzen Bild. Jetzt gibt es noch speziellere Tests, die man auch gerne bei den Physios macht. Der Palm-Up-Test. Müssen wir im Prinzip, wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, müssen wir nicht dringend machen, aber wie gesagt, mit diesen zwei Tests könnt ihr ohne Hilfe, ohne Partner auch mal schon so ein bisschen reinschnuppern in das Ganze. Das zu der Testung. Als Abschluss dieses Videos nochmal ganz kurz drei Fehler, die häufig gemacht werden, wenn es ums Schulterimpingement geht. Erster Fehler, die Schulter wird zu ruhig gestellt. Das heißt, man macht gar nichts mehr, weil man Angst hat, dass man es verschlimmert. Oder weil die Schmerzen so hoch sind. Am Anfang, wenn es sehr akut ist, kann natürlich so ein bisschen Ruhe helfen, aber dann macht man gar nichts mehr und das ist der Fehler. Dann vereist die Schulter, das Gelenk geht zu und dann, wie gesagt, werden die Schmerzen nicht besser, gerade wenn es chronisch dann irgendwann werden sollte. Zweiter Punkt, den ganzen Tag nur Schmerzmittel einpfeifen. Entzündungshemmend gut, aber was immer das Problem bei Schmerzmitteln ist, ihr geht in Bewegungen rein, die vielleicht sonst Schmerzen würden, wehtun würden. Sie sind überlagert, überdeckt aufgrund des Schmerzmittels. Und ihr merkt gar nicht, dass ihr was für die Schulter falsch macht. Also auch da immer mit Vorsicht genießen. Und der letzte Punkt, viele Leute lassen sich viel zu früh unter das Messer legen. Das ist meine persönliche Meinung. Hat sich aber über meine Erfahrungen in der Arbeit auch gezeigt. Man kann sehr viel quasi auf andere Weise regeln. Vielleicht erstmal konservativ an das Ganze rangehen. Man muss sich nicht immer direkt operieren lassen. Versucht es lieber erstmal konservativ. OP kann immer noch der letzte Ausweg sein. Aber wie gesagt, so wenig wie möglich am Körper rumschnibbeln. Erstmal gucken, ob diese Übungen helfen oder ob ihr selbst auch was verbessern könnt. Das zu den klassischen Fehlern, die ich als Personal Trainer auch häufig erlebe. So, das
zu den Fehlern. Und jetzt, also als letzter Abschluss in diesem Video, möchte ich euch ganz gerne noch einen Ausblick geben auf das, was mit uns beiden dann in Zukunft kommt. Es werden jetzt noch 5 Videos folgen zu diesem speziellen Thema. Im nächsten Video geht es erstmal um die klassischen Dehnübungen. Das, was ihr als klassische Dehnübung kennt, vielleicht der ein oder andere auch selbst schon gemacht, um einfach den Bereich zu öffnen. Das, was vielleicht Soforthilfe, Abhilfe schaffen kann und so ein bisschen das Ganze ruhig stellen kann, die Schulter, wenn ihr akute Probleme habt. In den folgenden Videos würde ich ganz gerne ein ganz bisschen nachhaltiger betrachten, ein bisschen langfristiger, dass wir erstmal um die Schulter herum arbeiten. Das heißt, wir versuchen, die Brustwirbelsäule zu mobilisieren, das Schulterblatt zu mobilisieren und auch das Gelenk ein bisschen zu befreien, zu öffnen. Damit es nicht nur in dem Moment besser wird, sondern auf lange Sicht das Ganze versuchen zu verändern. Und am Schluss, als letztes Video, da möchten wir euch noch ein paar von unseren Lieblingskräftigungsübungen mit auf den Weg geben, weil das darf auch nie fehlen. Entspannen, mobilisieren, aber man muss auch kräftigen, damit alles nicht wieder in falsche Position gerät und gezogen wird. Und das ist wirklich der Ausblick auf diese große Impingement-Reihe, insgesamt 6 Videos. Doris, hast du Spaß dran? Ja. Freust du dich schon drauf? Du kennst ja viele von den Übungen schon. Ja. Sehr gut. Und wie gesagt, da sehen wir uns dann hoffentlich wieder bei den nächsten Videos. Für heute wäre es das gewesen. Ich danke dir, Doris. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.